auch immer in der Schwierigkeit erklären zu müssen, dass er eine ganz, ganz große menschliche Wärme auch hatte, die sofort wie bei einem wilden Bären in Gewalt und in Ausbrüche von ungeahnten Ausmaßen umschlagen konnte. Schrei ich mal einen Film hier! Und jetzt Film mal, schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schrei aber nicht! Leg mich doch am Arsch weg! Der Moment ist überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue! Was? Diesmal schlage ich in die Fresse, darauf kannst du dich verlassen, du! Diesmal sitze in dem Kostüm in deiner scheiß Karre in Holland! Mach zu! Trau dir nur. Was schlage ich zusammen, trau du? Trau dir nur. Wenn du zu frech wirst. Trau dir Dieser nur. Streit hier, nebenbei mitgefilmt, betraf den verdienstvollen Produktionsleiter Walter Sachser. Zufälligerweise war ich einmal nicht gemeint. Euer Gewichse mit eurer Freundschaft. Ich möchte deinen Dreck. Wir brauchen einen Fotografen. Verstehst du? Na, mach doch deinen Scheiß. Der Anlass war vollkommen nichtig und ich selbst griff erst gar nicht ein, weil Kinski im Vergleich zu anderen Ausbrüchen eher milde wirkte. Mach deine eigenen Sachen! Hast genug zu tun! Ich arbeitete einfach am Aufbau der nächsten Szene weiter. Friss, von jetzt kriegst du überhaupt nichts mehr zu tun. Ja, du musst ja nicht pressen. Du musst es ja nicht pressen. Friss, was du willst. Das ist ja schlimmer wie ein Zuchthauswärter, du Arschloch. Du willst mir bestimmt mal nicht zu fressen kriegen? Das werden wir erleben. Das nicht. Das. Oh, du nicht. Sein Geisteskranker. Glucki, sein Geisteskranker. Komm, schaff den weg hier, dieser Scheiße. Kriegst du nichts mehr zu fressen? Kannst du deine eigene Scheiße fressen? Nein. Der muss ins Irrenhaus. Wahnsinnig. Er sagt zu mir, kriegst du selbst. Das folgt dieser Idiot. Du bist der wahnsinnig, Mensch. Hier muss man nicht mehr die Fresse, die muss man einsperren, weil du nicht mehr normal bist. Verdammt, voll Idiot. Okay. Pass mal auf, du, ich mache Wirbel in Amerika, pass mal auf, du. Ich sage noch nicht zu Ende, dumme Sau. Hast du so ein Arschloch? Lucky, so ein Arschloch ist verantwortlich für deine Produktion? Mehr zu sagen, überhaupt nichts, aber überhaupt nichts. Existierst du überhaupt nicht für mich. Nimmst es, wie du willst, aber ich sag, du sollst dich bitte benehmen wie ein Mensch hier, ja? Das ist ungeheuerlich. Und nicht rumblären wegen einem Problem. Das ist ja unglaublich wegen einem Problem, du mit dem Fotografen Komm, leck mich doch am Arsch, Mensch! Hier, wir drehen einen Film! Und wir werden dich auf deinen Platz zurückverweisen, wo du hingehörst, du Idiot! Ja, das versuchen wir. Na, quatsch mich nicht an! Schreiereien wie diese waren allerdings ein wirklicher Schrecken, ein wirkliches Problem für die Indianer, bei denen Konflikte ganz anders gelöst werden. Du bist so bescheuert, dass du dir nicht mal über die Konsequenzen klar bist. So bescheuert bist du. Das sind die Konsequenzen, die daraus gezogen werden, scheißegal. Ja? Das weiß ich, dir ist alles scheißegal. Die sind auch die Leute immer scheißegal gewesen. Immer. Bist du mir scheißegal? Immer. Schreierei. Die sind die Leute immer scheißegal gewesen. Denn so blöd kann keiner sein, dass er nicht merkt, dass von diesem Schweinefraß kein Mensch leben kann. So blöd kann keiner sein. Da muss man nur ein Arschloch sein, um das zu machen. Muss es ja nicht fressen. Verstehst du? Wenn ich nicht fressen muss, dann fahre ich ab. Ja, fahr ab. Ist das ungeheuerlich, was der mir erzählt? Ich muss es nicht fressen, sagt er mir. Ich muss es nicht fressen. Ist das zu fassen, sowas? Ist das zu fassen? Komm, lassen wir es bleiben. Ja, okay. Sag mir das Maul halten. Ja. Komm, dann gibt's ja beide mal eine Ruhe, Walter. Gib du eine Ruhe. Ja, aber es bringt ja nichts, diese Schreierei hier. Ja, aber Widerworte und hin und her bringt ja auch nichts. Du bist ja nicht normal, du Idiot. Jeden Tag. Du warst ja Gott sei Dank nie beim Drehen. Wie kannst du sagen, jeden Tag? Komm her, Walter. Einer von euch muss jetzt mal den Nerv haben. Wenn er aufhört, dann hört das Ganze. Ja, komm, dann drehen wir mal. Lass hier rumstehen. Kommt. Wir brauchen noch ein bisschen Vorbereitung, Herr Klaus, weil ich möchte vor allem auch mal mit allen Probe machen. So. Klaus, ich würde dir gerne mal, nur dass ich das ein bisschen runtersetze, ich dir mal zeigen, ungefähr, was wir machen. Komm mal her. An dieser Stelle muss Kinski werden. Ich sehe die Raupenfette. Bei den Tobsuchtsanfällen Kinskis war das oft sehr merkwürdig mit unseren indianischen Statisten. Das waren ja Machigengas, hier die beiden, und auch viele Kampas. Schluss der Dreharbeiten, gegen Schluss boten mir die Indianer an, dass sie den Kinski ermorden würden für mich. Sie sagten, sollen wir ihn töten für dich? Und ich sagte, nein, um Gottes Willen, ich brauche ihn ja noch zum Drehen. Lasst ihn mir. Ich lehnte das damals ab, aber die waren ganz ernst. Sie hätten ihn tatsächlich ermordet, wenn ich das gewollt hätte. Ich bedauerte natürlich sofort, dass ich die Indianer von ihrem Vorhaben abgehalten hatte.
Von diesem Häuptling hier war übrigens der Vorschlag zur Beseitigung Kinskis gekommen. Nem. Megtudtam, mi történt. Mindent tudok. De nem Normantől, az anyjától. Normanben két én lakozott. Az anya és a fiú együtt. És most az anyai én kerekedett felül. És már így is marad élete végéig. Megölte a húgomat? Igen. Igen és nem. Nézze, ha valami hosszabb tudományos fejtegetésbe akar kezdeni, hogy mentő körülményeket... Nem kezdek semmiféle fejtegetésbe. Nekem pusztán az a dolgom, hogy megmagyarázzam. Doktor úr, a húgom... Igen. Igen, részvétem. Arbogesztet is megölte. Van a motel közelében egy mocsár, ha kikotortatja. Nincs egyéb felderítetlen eltűnési ügyük? De, kettő is. Fiatal nők? Bevallotta, nem, hogy... Nem Norman vallott, az anyja. Hogy önök is megértsék, mint én, amit az anyjától hallottam, illetve a Normanben lakozó anyajéntől, ahhoz vissza kell mennünk 10 évet. Amikor Norman megölte az anyját és annak szeretőjét. Norman már akkor is súlyosan zavart volt. Tulajdonképpen az apja halála óta. Norman anyja erőszakos, követelőző nő volt. Éveken át úgy éltek ketten, mintha más nem is létezne. Aztán jött egy férfi. Norman úgy érezte, az anyja eldobta őt azért a férfiért. Ettől átlendült a határvonalon, és megölte mindkettőjüket. Az anyagyilkosság minden bűnök közül a legiszonyatosabb. És elviselhetetlen az elkövető számára. Tehát semmissé akarta tenni, legalábbis a tudatában. Ellopta a holttestet. Helyette föld volt a koporsóban. A hullát levitte a pincébe. És preparálta a legjobb tudása szerint. De ez még nem volt elég. Jelen volt ugyanaz anyja, de holtan volt jelen. Hát Norman gondolkozott és beszélt helyette. Átadta neki a fél életét. Előfordult, hogy a két személy egyszerre tudatosult benne, és beszélgettek egymással. Máskor meg az anya uralta a teljes énjét. Sosem volt teljesen önmaga. De sokszor megtörtént, hogy csak az anyja volt. És mert betegesen féltékeny volt az anyjára, azt hitte, az anyja is féltékeny rá. Tehát a nő iránt, a Norman téboly lett urrá benne az anyán. Amikor a maga húgát meglátta, nagy hatással volt rá, felizgatta, megkívánta. És őrült féltékenységében az anya ölte meg a lányt. A gyilkosság után Norman, mintha mély álomból ébredt volna. És mint kötelességtudó fiú, eltüntette a büntet nyomait, amit meggyőződése szerint az anyja követett el. És miért öltözött női ruhába? Mert transvesztita. Nem egészen így van. A férfit, aki szexuális élvezet vagy változatosság kedvéért öltözik női ruhába, azt nevezik így. Azonban Norman más eset. Ő mindent elkövetett azért, hogy elevenen tartsa az illúziót, hogy az anyja igenis él. Amikor túl közel került a valósághoz, amikor veszély vagy vágy fenyegette ezt az illúziót, átöltözött. Még egy olcsó parókát is vett. Járkált a házban, az anyja helyére ült, az ő hangján beszélt. Elhitette magával, hogy ő az anyja. És most már teljesen az is. Ezért kezdtem azzal, hogy az anyjától tudom, mi történt. Ha egy ember tudatában két én lakozik, ott konfliktusok vannak, harcok. Norman esetében vége a harcnak. A domináns személyiség győz.
Szomorú, ha egy anya kénytelen a fia ellen vallani. De nem hagyhatom, hogy azt higgyék, én követtem el a gyilkosságot. Most majd ártalmatlanná teszik Normant, amit nekem kellett volna megtennem évekkel ezelőtt. Mindig rossz fiú volt, és a végén még azt mondta volna, hogy én öltem meg azokat a nőket, és a barátomat is. Pedig nem vagyok én képes semmire, csak ülök a helyemen és nézek bele a világba, mint a kitömött madarai. Nyilvánvaló, hogy a kis ujjamat se tudom mozdítani, és nem is fogom, csak ülök itt és hallgatok.